Was geht ab, meine Freunde? Moidi wieder am Start und wir sind mal wieder bei Bloxfruits unterwegs. Bloxfruits, eins der meiner Meinung nach zumindest interessantesten Games. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass ihr auch ziemlich viele Kommentare gegeben habt, um mir Tipps zu geben. Und da war ich beim letzten Mal auch stehen geblieben, dass wir auf der Gorilla-Insel, die müsste ungefähr da hinten liegen, wo jetzt gerade hier so ein riesiger Superheld durch die Gegend fliegt, und dass ich da halt bis einem bestimmten Level trainieren soll und ein bisschen sparen soll, bla bla bla, habe ich auch gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile Level 32. Ich bin hier auf der Insel angekommen und kann mir hier dementsprechend halt ein paar Quests abholen. Ich kann Pirates, Brutes, Bobby ist glaube ich der Boss, besiegen. Wir gehen jetzt mal auf Pirates, da kriege ich schon 10.000 XP plus 3.000 Geld, wenn ich diese 8 Piraten besiegt habe. So. Ich habe geskillt wie folgt, das könnt ihr hier jetzt sehen. Ich bin im Moment noch bei Nahkampf auf 28, ich werde es auch nicht mehr weiter leveln. Das habe ich am Anfang gelevelt, weil ich nicht so ganz genau wusste, was abgeht. Verteidigung habe ich ein bisschen höher gemacht, damit wir mehr Leben haben. Ich bin jetzt gerade im Moment dabei, das Schwert hoch zu leveln, weil das im Endeffekt auch die Klasse ist, die ich am meisten leveln möchte. Und ich habe die Gun hochgelevelt, sowohl die als auch die Bloxfruit, damit ich da ein bisschen mehr Damage mache. Die Gun. Warum habe ich die Gun hochgelevelt? Ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl hatte, damit kann ich jetzt am Anfang erstmal am einfachsten leveln. Und zwar zeige ich euch das wie folgt. Wenn ich jetzt gerade nicht, was ich in letzter Zeit relativ häufig hatte, dass ich einfach von irgendwelchen Typen gekillt werde. Und oder mir einfach der Spawn gekillt wird. Beziehungsweise mir meine Viecher weggekillt werden. Und zwar ist es wie folgt, ich kann aktuell noch, oder mache aktuell einfach noch nicht so viel Damage mit den Katanas, als dass ich so viel und gut halt auch Monster oder Mobs killen kann. Dementsprechend habe ich mir, zwischenzeitlich hatte ich eine andere Fruit, ich hatte glaube ich die Bombenfruit oder so, die war nicht so großartig gut tatsächlich, fand ich zumindest. So, kommt mit. Könnt ihr hier hoch? Nein, da könnt ihr nicht hoch, ne? Dann müssen wir hier einmal kurz rum. Die fand ich nicht besonders gut. Damit konnte man auf jeden Fall Gegner wegschlagen. So, jetzt ist die Frage, kann ich den auch noch mitnehmen? Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber ich will jetzt versuchen, hier so viele Gegner wie möglich halt an mich heranzuziehen. Und dann gehe ich einfach hier hoch und guck mal, ob die mich da... Oh Gott. Nee, killen wollte ich jetzt eigentlich. Gekillt werden wollte ich jetzt nicht. Ziehe ich die jetzt hier ran. Alle nacheinander ziehe ich die hier hin. Und gehe dann einfach mit meiner Bloxfruit hin und kann damit relativ gut Damage machen jetzt hier. Und zwar setze ich mich einfach hier oben hin und spamme meine Bloxfruit. Die macht dann einen ganz ordentlichen Damage. Jetzt werde ich doch hier getroffen. Ah, Mist, schade. Okay, das war ein bisschen doof. Okay, den Boss kann ich also hier nicht reintricksen. Das ist natürlich gut zu wissen. Grundsätzlich konnte ich aber dann mit der Bloxfruit, das ist glaube ich die Dunkel. Die finde ich richtig cool. Also zwischenzeitlich kann man davon dann nicht getroffen werden oder so. Beziehungsweise von den Gegnern nicht getroffen werden. Gehe ich einfach mal eine Etage höher. Und ich glaube, da müsste ich die trotzdem treffen. So. Zack. Legen. Oh Gott. Alter, der ist halt echt stark, der Boss, ne? Der haut mich einfach komplett aus den Socken. Dann ziehe ich die Gegner mal ein bisschen näher an mich ran. Zack. Da wird man eine bestimmte Zeit lang nicht getroffen von den Gegnern. Und zusätzlich kann man halt hier diese Attacke machen, dass man eben eine bestimmte Menge an Damage einfach an die drückt. Und so kann ich natürlich auch ganz gut leveln, ne? Das heißt, ich stelle mich dann hier hoch und warte dann immer, bis die ein bisschen hochgeladen ist. Zack. Und dann zwischendurch wechsle ich auf die Muskete und schieße dann einfach hier drauf. Warte ungefähr die Zeit ab, bis die Bloxfruit wieder frei ist, hau die dann wieder rein und nimm dann die Muskete. Weil wenn ich jetzt mit den Katanas spielen würde, dann könnte ich das hier so dementsprechend nicht machen. Ich finde es ist natürlich ein bisschen lächerlich, ne? Ein bisschen cheaten auch vielleicht. Nicht wirklich, weil es ist ja eine Spielmechanik. Aber ich mache mir so das Leveln im Prinzip leichter. Oh, hallo? Junge? Geh mal weg. Na, jetzt habe ich den natürlich mit meinem Drachenschuss hier nach oben gehauen. Ich könnte natürlich auch nur mit der Muskete immer hin und her laufen. Finde ich aber ein bisschen doof, weil ich gerne eigentlich die Frucht ein bisschen höher leveln möchte.
Das wäre jetzt eigentlich auch so mein Ziel, weil umso mehr ich die natürlich benutze, umso besser ist die auch nachher zu benutzen. Ja, holen wir mit der Muskete den nochmal ran. Das ist der Boss, den will ich eigentlich nicht. Hier sind nur zwei. Ah, da ist der dritte. Okay, gut zu wissen. Wisse, schießen wir dich an. Locken würde ich hier auch nochmal hoch. Hier seid ihr nämlich ganz gut. So, da kommt er nicht an mich ran. Sehr gut. Und dann haue ich das jetzt mal in die Mitte. Müsste eigentlich alle treffen, ja. Oh, nee. Ja, manchmal hat man eben auch solche Situationen. Aber ist auch nicht so schlimm. Gehe ich halt hier nach unten und müsste die trotzdem von hier auch treffen. Ja, so ist es. Also, falls ihr tatsächlich, so wie ich, eben einfach noch nicht so gut seid in dem Spiel. Ich habe mich natürlich auch am Anfang ordentlich verskillt. Ich hätte hier auch was anderes skillen können. Ne? Ich hätte ja direkt auf die Fruit skillen können. Ich hätte direkt nur auf die Schwerter skillen können. Das wäre, oder eben halt nur auf die Muskete. Aber ich habe gehört, das soll tatsächlich nicht so die beste Waffe sein. Ich weiß nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, come on. Skill ich jetzt einfach so, dass ich am besten einfach erstmal durchkomme, mich ein bisschen besser hochleveln kann und dann dementsprechend halt meine Skillpunkte wieder aufholen kann. Ich habe ja auch gesagt, ich werde auf keinen Fall Geld dafür ausgeben, weil ich gerne euch zeigen möchte, dass man eben die ganzen Roblox-Spiele eben auch gut durchspielen kann, ohne dass man eben viel Geld ausgibt. Und dementsprechend möchte ich dann natürlich auch ein gutes Vorbild sein und eben nicht irrsinnig viel Kohle ausgeben. Das mache ich ja eigentlich in den meisten Games und dementsprechend, ja, möchte ich da eigentlich auch so dementsprechend natürlich im Prinzip euch zeigen, dass es halt einfach möglich ist. So, jetzt könnt ihr hier sehen, Dark Level Up. Jetzt gehen wir mal auf die Statistik und dann könnt ihr hier halt sehen, dass ich da dementsprechend dann halt jetzt Pluspunkte kriege. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich einfach nur für eine bestimmte Zeit so ist oder wie es aussieht. Ich weiß es nicht. Da können wir gerne die Leute, die dann tatsächlich doch schon ein bisschen weiter in dem Game sind, und ich habe gesehen, dass hier einige Leute schon ordentlich weit im Game sind, können mir gerne Tipps schreiben, was ich machen kann, wenn ich mich halt hier so verskillt habe oder so, ob es da tatsächlich noch Möglichkeiten gibt, dass ich mich, dass ich diese verskillten Punkte nochmal wiederkriege, oder ob es tatsächlich so ist, dass die jetzt verloren sind, weil ich einfach, weil ich eben kein Geld ausgeben möchte. Was auch nicht grundsätzlich auch nicht schlimm wäre, wäre nur schade, aber nicht schlimm. Also dementsprechend, ich kann natürlich auch so weiterspielen. Ich mache dann halt einfach nur ein bisschen weniger Damage, als ich sonst so machen würde, weil ich natürlich dann eine andere Skillung hätte. Also dann würde ich wahrscheinlich direkt auf die Schwerter gehen. Ich würde die Gun gar nicht so hoch leveln, sondern hätte mir einfach nur die Gun so geholt. Hätte dann halt mit der Frucht ein bisschen gekämpft oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man ja irgendwie sich Roblox erspielen, dass ich die dann halt dementsprechend hier einsetzen kann. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwie eine Idee habt, wie ich vielleicht dazu komme oder wie ich das schaffe, dass ich meine Skillung hier nochmal verändern kann. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen bestimmten Charakter oder sonst was, wo ich dann dementsprechend natürlich auch meine Skillung so nochmal verändern kann. Das wäre ja auch cool. So, einen müsste ich jetzt noch killen, damit ich hier die Quest tatsächlich abgeschlossen habe. Das machen wir auf jeden Fall hier jetzt noch. Why not? Why not? Und dann werde ich dementsprechend auf jeden Fall diese oder nächste Woche nochmal eine Folge zu dem Spiel rausbringen, wo ich dann natürlich nochmal ein bisschen mehr Progress habe. Vielleicht habe ich dann bis dahin ja auch schon ein paar Kommentare von euch gekriegt, wie man am besten irgendwie was verändern kann. Ich finde so die Schwerter eigentlich am coolsten, deswegen skill ich die jetzt auf jeden Fall auch noch hoch. Ich habe mir hier auch schon so Dual-Katanas geholt. Ich möchte so ein bisschen Zorro-Action haben. Vielleicht kriegt man tatsächlich auch irgendwann so eine Dreier-Katana. Das wäre auch richtig cool. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, ich habe auch immer noch das FAQ am Laufen. Das heißt, falls ihr natürlich es, falls ihr Fragen an mich habt, könnt ihr die da gerne noch stellen, damit ich die in meinem 500-Abonnenten-Special dann eben dementsprechend auch beantworten kann. In dem Zuge, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao!